Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, nochmal was in eigener Sache. Man muss sich ja immer ein bisschen optimieren und ich versuche heute die Wörter quasi, ja und so zu vermeiden. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber zumindest ich versuch's. Heute geht es um das Thema PV-Anlage. Seht ihr im Hintergrund meine Inselanlage? Ich habe hier im Sommer Stromüberschuss, das heißt so ab 11 Uhr ist mein Batteriespeicher voll und ich könnte noch weiter Strom verkaufen, aber da ich eine Inselanlage habe, fährt meine Anlage so weit runter und ja, nutze diesen Strom nicht. Jetzt wäre es halt schön, wie kriege ich den Strom noch irgendwie für mich sinnvoll genutzt? Und ja, da fehlt mir eigentlich nur irgendein mobiles Fahrzeug, ein E-Fahrzeug, wie auch immer, anzuschaffen. Und das muss natürlich auch irgendwie geladen werden und es muss natürlich aber auch auf meine Inselanlage abgestimmt sein. Das war so die Idee. Und jetzt kommt hier die heutige Firma Daola ins Spiel, also mein Werbepartner. Der hat nämlich mir vorgeschlagen, er wollte mir ein Ladegerät zuschicken, das sollte ich mal vorstellen. Aber das Ladegerät hatte eigentlich nicht die Voraussetzung, die jetzt ideal hier für meine Inselanlage wäre. Das war dann ein kleines Gerät, einphasig. Da lädt man natürlich ewig und drei Tage dran, bis man sein Fahrzeug voll hat. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht. Und ja, die sind auf den Vorschlag eingegangen und haben mir jetzt genau mein zugeschnittenes System hier, was ich mir gewünscht habe, haben sie mir geschickt. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Viel Spaß dabei. Nun, ich bin jetzt hier in meiner Küche angelangt. Hier liegt vor mir die praktische Tasche von Daola, wo auch dieses Ladegerät ja natürlich jetzt drin ist. Das Praktische an der Tasche ist, ich habe das immer schön sauber verstaut und bin natürlich auch total mobil damit. Das heißt, ich kann mir die Tasche auch ins Auto stellen. Ich fahre 400 Kilometer oder 500 Kilometer irgendwo hin. Gehe an eine Ladestation, lade dann mein Auto, fahre dann wieder weitere 300 Kilometer und bin dann irgendwo in einem Ort, wo es keine Ladestation gibt. Aber es gibt irgendwo eine Steckdose, wo ich hier mein Ladegerät anschließen kann. Und ja, dann könnte ich das dann auch da direkt laden. Das Praktische ist, die kann ich natürlich dann wunderbar in mein PKW stellen, die Tasche. Und wenn ich nur zu Hause lade, kann ich natürlich, wenn ich nicht laden muss, das Ladegerät wieder wunderbar da einräumen und stellt es dann an Ort und Stelle ab bis zum nächsten Laden. Ja, jetzt haben wir natürlich hier ein mobiles Ladegerät. Daola bietet natürlich noch wesentlich mehr Sachen Richtung Ladetechnik an, Wallboxen, also alles Mögliche. Ich gehe jetzt mal hier auf die Internetseite von denen. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Da gibt es nämlich lauter tolle Sachen. Ja, hier bin ich jetzt auf der Daola-Seite. Links gibt es einen einphasigen Laderegler und rechts gibt's den dreiphasigen, den ich euch eben gezeigt habe. Es gibt natürlich aber auch Wallboxen, die man hier kaufen kann. Ja, müsst ihr euch einfach anschauen, wenn es euch interessiert. Nun, jetzt mache ich die Tasche mal auf und wir schauen endlich mal da rein. Und ja, ich räume jetzt hier die einzelnen Komponenten mal aus. Einmal die Bedienungsanleitung. Dann habe ich hier einen 16 Ampere Stecker mit einem 230 Volt Stecker. Ich habe eine Halterung, noch eine Halterung und ja, ich habe einmal hier das Ladegerät. Alles schön noch verpackt. Das packe ich jetzt mal aus und dann schauen wir uns mal die einzelnen Sachen genau an und ich erkläre da was zu. Nun, was haben wir hier? Ja, ich habe jetzt hier einmal das Ladegerät mit den Kabeln und dann mit dem Stecker, der natürlich in das Auto kommt. Und ich habe hier nochmal eine 16 Ampere Steckdose und einen Stecker für 230 Volt. Das heißt also, ich kann auch einphasig laden. Das finde ich auch ganz gut, wenn man jetzt natürlich irgendwo im Urlaub ist und da gibt es keine 16 Ampere Steckdose
Und ja, dann kann ich auf jeden Fall einphasig auch noch mit diesem Set hier laden. Ja, dann habe ich hier einmal auch die Möglichkeit, natürlich bei mir, mir eine 16 Ampere Steckdose irgendwo hinzumachen, wo ich das Gerät natürlich auch dann direkt fix einstecken kann und hätte dann hier meine Wandhalterung für das Gerät einmal und einmal hier den Halter für meinen Stecker, der ins Auto kommt. Also ich hätte also die Möglichkeit, mit dem System einmal mobil zu sein und könnte aber dann auch das Gerät so erstmal installieren für den täglichen Gebrauch. Hätte aber dann die Möglichkeit, es auch wieder abzubauen, ganz schnell und einfach und in meiner Tasche zu verstauen und mitzunehmen. Also das ist relativ praktisch, gefällt mir ganz gut. Dass ich einphasig laden kann, finde ich auch super. Und ja, natürlich auch dreiphasig. So, jetzt gehe ich mal auf das Gerät ein bisschen näher ein. Da schauen wir mal, nachdem wir da mal ein bisschen Strom drauf gegeben haben. Nun, das Ladegerät hat hier außen unterschiedliche Farben. Einmal rot, einmal grün, einmal blau. Blau heißt eigentlich, es hier im funktioniert, ist in so einem Modus, wo halt nicht geladen wird. Und rot ist halt irgendeine Störung und grün ist halt alles klar und es ist am Laden. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einmal hier meine Stromstärke einzustellen, einphasig 8 Ampere und 10 Ampere kann ich noch einstellen, 13 Ampere und 16 Ampere, also meine Stromstärken kann ich mir einstellen, je nachdem wie viel Strom ich ziehen möchte. Und ja, maximal steht hier drauf 11 kW dreiphasig, also durch 3 geteilt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall so um die 3000 Watt pro Phase mit meiner Victron-Anlage natürlich im grünen Bereich. Hier zeigt er mir jetzt zum Beispiel an Volt A, 227 Volt und eine Phase nur. Die anderen beiden Phasen zeigt er natürlich nichts an. Da ich natürlich auch keinen Strom ziehe, zeigt er mir oben auch 0,0 Ampere an. Alles in allem ist es hier schön übersichtlich und einfach zu bedienen. Man braucht hier auch keine großartige App, obwohl hier auch noch das Wifi-Zeichen ist, aber da gehe ich gleich drauf ein. Also ich brauche eigentlich nur hier meine Stromstärke eingeben, mit der ich laden möchte und kann dann hier noch einen Timer aktivieren. Also hier oben steht jetzt eine 1, das wäre dann eine Stunde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann geht es wieder von vorne los. Wäre jetzt in meinem Fall super, wenn ich jetzt sage so, ich möchte jetzt 3 Stunden oder 4 Stunden laden. Das ist so die Zeit, wo ich den meisten Strom habe und danach soll das Gerät abschalten. Könnte ich hier so schon wunderbar erledigen. Hier oben habe ich jetzt noch einmal das Erdungszeichen PE und das ist jetzt hier durchgestrichen. Das kann man aber in der App aktivieren, so dass der automatisch dann auch die Erde findet. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die App an. Nun, um auf das Gerät zugreifen zu können, muss ich natürlich mein WLAN einschalten an meinem Smartphone und nehme dann hier in dem Fall die RVD, CAD, bla bla bla. Das ist auf jeden Fall das Gerät. Und dann gebe ich das Passwort ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und gehe auf Verbinden. Und sagt mir natürlich keine Internetverbindung möglich, ist ja klar. Und ja, okay, will ich nicht. So, dann gehe ich hier raus, nachdem ich mich damit verbunden habe, gehe hier und mache hier einen Browser auf. Und gebe jetzt hier oben die 192.168.4.1 an. Und dann komme ich auf das Gerät drauf. Da bin ich schon. Da zeigt er mir meine Spannung an, meine Temperatur
und meine Stromstärke, dass er nicht verbunden ist, also alles so, was man wissen will. So, und jetzt kann ich natürlich hier auch über, ja, machen wir hier mal an, dann sehen wir das, hier oben haben wir die 10 Ampere, dann kann ich natürlich auch jetzt hier direkt, springt auf 13, das kann ich alles hier einstellen, dann kann ich hier die Ladezeit einstellen, auch direkt, was ich eben gemacht habe, bis 10 Stunden und könnte das hier auch alles starten. Aber das kann ich auch alles hier über das Bedienfeld relativ schnell machen. Was interessant ist, muss ich mal hier oben drauf gehen, ist natürlich jetzt hier, was ich euch eben gesagt habe, also PE, ist hier abgeschaltet gewesen, deswegen überprüft er nicht, ob er irgendwo eine Masseverbindung hat. Und dann gehe ich jetzt hier und mache PE Detect, achtet mal oben auf das Symbol, also ich gehe hier drauf und zack, jetzt hat er es schon, jetzt hat er erkannt, hier ist PE verbaut und benutzt das auch. Das ist wahrscheinlich dafür, weil es gibt wahrscheinlich Länder, wo es Anschlüsse gibt, wo es kein PE gibt, keine Ahnung. Das Interessante ist eigentlich, hier kann ich jetzt meine Historie verfolgen, wie viel kW habe ich denn oder wie viel habe ich denn im Jahr schon mein Auto geladen. Das zeigt er mir hier an. Das ist das Einzigste, was ich denke, was er hier auf Dauer nicht anzeigen kann. Weil hier steht nur die Energie und die aktuelle Power, die geladen wird. Ich gehe mal davon aus, beim nächsten Ladezyklus ist es dann wieder auf Null hier. Da muss man dann, wenn man am Jahresende sehen will, wie viel hat man denn eigentlich sein Auto betankt mit wie viel Strom, dann kann man das eigentlich nur hier drin sehen. Ansonsten ist das eigentlich uninteressant. Einmal dazu, dass man sich PE einstellt und dass man den Jahresverbrauch sehen kann. Den Rest kann ich alles hier über die Tastatur machen und somit ist es dann eigentlich erledigt. Mehr brauche ich eigentlich über die App dann gar nicht zu wissen. Ja, gut, ich könnte mir hier solche Sachen noch anschauen. Aber ja, wer es braucht, sage ich mal so. Nun, jetzt habe ich das Ladegerät natürlich hier an meiner Inselanlage dreiphasig angeschlossen, damit man auch sieht, dass das hier funktioniert. Volt A 227, Volt B 228 und Volt C 228, also 3-phasig angeschlossen und ein ausgewählt 16 Ampere. Kann man noch sicherheitshalber reduzieren, dann geht nur auf 13 Ampere und ja, dann kann es mit dem Laden beginnen. Ja, ich denke mal, das ist hier für mich das richtige Gerät, was ich mir hier für meine Inselanlage ausgesucht habe und somit bin ich hier am Ende meines Videos angelangt. Das nächste Video wird natürlich sein, wie ich hier mit meinem Ladegerät auch ein Fahrzeug lade, ist ja klar. Das wollt ihr ja natürlich auch irgendwann sehen. Bis dahin, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Bis dahin, macht's gut, tschüss.